Einen wunderschönen guten Morgen, ein herzliches Hallo von der Happy Road. Schön, dass ihr mal wieder mit uns dabei seid und nochmal wieder eingeschaltet habt. Wir sind auf dem Weg nach Finnland an den Polarkreis und da möchten wir euch dieses Mal wieder mitnehmen. Und zwar sind wir gestern mit der Fähre von Rostock nach Trelleborg gestartet mit, wie hat er gesagt, der Kapitän, pünktlich mit einer Stunde Verspätung, weil wir haben echt lang gewartet und es war irgendwie alles ein bisschen ein Chaos. Naja. Schare Passagiere, MS Akka kommen at lägga till om 30 Minuten. Och vi påbörjar nu städningen av hytten. Vänligen lämna er hytt nu och låt dörren stå öppen. Tack så mycket för er förståelse. Dear passengers, MV Akka will dock in about 30 minutes and we will start with our cabin crew. Auf jeden Fall, die Überfahrt war eigentlich am Anfang ganz spannend, weil man findet immer irgendwie was Interessantes zum Sehen hat. Man hat die Fährhäfen und so, da gibt es immer irgendwie was zum Sehen und zum Beobachten. Und draußen sind wir dann vorbeigefahren an einen großen Offshore-Windpark. Das habe ich ziemlich cool gefunden. Wir haben uns am Boot auch, also am Schiff, ein bisschen umgeschaut. Das war interessant. Zumindest finde ich das immer recht spannend. Und gestern sind wir dann relativ spät in Trelleborg angekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt packen wir es aber noch und fahren auf diesen wunderschönen Platz, wo ihr eben euch im Hintergrund ist dann ein paar Bilder zeigt. Das hat sich echt ausgezahlt, der ist super cool. Es ist in der Früh ist der Nebel durchzogen und durch die Bäume und ich bin auch schon im Wasser gewesen, weil ich bin eigentlich ein ziemlicher Fan geworden in den letzten zwei Jahren von jeden Tag, wenn es irgendwie möglich ist, in der Früh aufstehen. Das Erste, was ich mache, ich haue mich ins Wasser. Und so fängt der Tag eigentlich ziemlich gut an, du bist gleich mal munter und erfrischt und es ist gut fürs Immunsystem, das habe ich auch gemerkt, ich bin nicht mehr ganz so oft krank und ja, von dem her haben wir ja jetzt gute Chancen oder vor allem ich gute Chancen zum Baden, weil wir nehmen euch eben mit nach Finnland an den Polarkreis und in Finnland gibt es ja 190 oder 180.000 Seen so um den Dreh, das heißt gute Chancen. Das heißt, wir zeigen euch jetzt noch ein paar wunderschöne Bilder von dem ganz tollen Platz da. Genießen das noch so gut wie möglich, saugen die Wärme von der Sonne auf. Wir haben jetzt den 21. September 2024 und es ist noch sehr angenehm und ja, mal schauen, wie lange das noch so bleibt. Und dann sehen wir uns da, wo es uns als nächstes hin verschlagt.
Ein herzliches Hallo von der Fähre von Stockholm nach Turku. Wir haben gerade, nicht einmal Halbzeit, haben die Schereninseln und die vorgelagerten Schären von Stockholm jetzt hinter uns gelassen. Die sind unglaublich schön, vor allem bei gutem Wetter und Sonnenschein würden wir euch die sehr ans Herz legen, weil die einfach, die sind echt wunderschön. Schaut euch da bitte jetzt die nächsten nachfolgenden Bilder an, wo ihr eben das versucht, aber ein bisschen festzuhalten. Teilweise die Riesenschiffe durchschlängeln, so wie die Viking Grace, auf der wir uns jetzt gerade befinden. Ein recht großes, wirklich großes Schiff, wo wirklich alles drauf ist, was das Herz begehrt. Und zwar ein Shop und Massage und Spa und was der Teufel was. Ist sehr komfortabel, ist cool damit zum Fahren und da kann man sich auch ein bisschen die Füße vertreten und so weiter. Und das mache ich jetzt gerade, weil die Sonne rausgekommen ist und das ist eigentlich einmal was, was wir ziemlich schätzen, weil wir wissen, dass jetzt das Wetter immer schlechter wird oder halt, wo es immer kälter wird. Ja, wir haben jetzt eine Fahrt von circa 11 Stunden vor uns von Stockholm nach Turku. Turku liegt eben schon in Finnland und da besuchen wir jetzt oder eben fahren über das vorgelagerte Inselarchipel die Ålandinseln, die auch ziemlich schön sind, können wir euch recht ans Herz legen. Die haben wir letztes Jahr besucht, wo es leider keine Videos davon gibt. Die liegen da jetzt schon vor uns, was man dann sehen kann. Da werden wir vermuten wir jetzt anlegen und auf jeden Fall vorbeifahren. Und da will ich euch auch ein paar Bilder zeigen. Die Ålandinseln sind ähnlich wie die Schereninseln vor Stockholm. Recht steinig, felsig, verwinkelt und sehr idyllisch. Also da drauf, das Leben, das geht nur mal einen Schritt langsamer. Fahrt da drüber, wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr auf demselben Weg seid. Wie gesagt, sehr ans Herz legen und dann fahren wir da vorbei, zeige euch ein paar schöne Eindrücke, auch ein paar Eindrücke noch von der Fahrt und dann hoffentlich, dass wir noch rechtzeitig in Turku ankommen, weil es dann schon ziemlich spät sein wird und von der ganzen Reise und alles werde ich euch jetzt einfach nur ein paar Bilder zeigen und verabschiede mich schon mal, falls wir uns nicht mehr sehen. Freilich sehen wir uns nochmal und zwar nächstes Mal, wenn es wieder heißt, ein herzliches Hallo aus Finnland, weil wir wollen eigentlich nur definitiv mehr zeigen als das.